Also ich komme ja aus dem Live-Bereich. Das heißt, ich schon seit 20 Jahren mache ich Videoprojektionen. Und von hier habe ich mich immer gesehen, an meinen Anfangsarbeiten wie in dem abstrakt malt. Das heißt, nicht ein großes Bild, sondern 25 Abstraktbilder an der Sekunde. Und das während Stunden nach Stunden. Weil da habe ich mich dann mit keinen besonderen Themen also nie gesagt. Das war immer einfach als Reaktion auf ob Musik, weil ich da als VJ ob Musiker um müssen angehen. Und das war dann immer echt spontan so. Natürlich mit einer Palette von, nicht von Farben, sondern eine Palette von Bilder, die ich schon mal dabei hatte. Ganz früher von VHS-Kassetten, dann noch Computer. Voilà. Und dann kommen aber echt also der erste Gang für Events zu organisieren mit Musiker, wo dann vielleicht mit einem bestimmten Thema gegangen ist. Los schaffen ich ganz viel für Theater, ich arbeite für Tanzprojekte, ich mache mein eigenes großes Projekt mit Videomapping auf Gebäude. Weil das Gebäude ist klar, ich gehe auf das Gebäude an, ich gehe auf die Geschichte des Gebäudes an, natürlich ich mache eine Recherchehistorik. Aber bei den Theaterstücken du hast es auch klar, du hast Thema, ein Theaterstück gibt Thema 4, ein Text gibt Thema 4. Und auf dem Live-Geschehen habe ich mich auch als Artist auch auf Installationen ein bisschen konzentriert. Da meine Karriere Männer, aber ich bin immer froh, wenn ich rum kann erstellen, wenn ich gefreut gehe, festzustellen. Dann heiße ich lo gefreut gehen an diesem komischen Moment vom Konfinement, auf dieser Platz. Wo ich kann auch sehr gucken und das hat mich natürlich ein bisschen inspiriert, ich habe es zu machen. Auch was Leute von draußen können gucken, aber was eine gewisse Präsenz hat. Und du hast eine Luchtskulptur gemacht, die heißt Under Construction. Und da ist ein Steh, so ein Stuhlsteh, die benutzt wird für uns streichen, für Plattform uns streichen, die Wände uns streichen. Just da Menge aus Typen gebaut, aus LED-Typen. Und als Plattform können doch ein Plexiglas-Plug, nicht kein Stuhlplug. Und das anfangen wir zu weisen, wie fragil wir sind an einem Abbau von alles, was eben abgebaut wird. Hier wird der Abbau von einem Projekt, hier wird der Abbau von einem Gebäude, hier wird die Fragilität der Menge von der Menschheit, die sie gerade erlebt. Also ich glaube, man muss also nicht setzen. Es ist eine One-Man-Show, von daher habe ich nicht alles bremsen, wenn ich am Gang bin zu machen. Natürlich, ich konnte eigentlich weiterarbeiten an meinem Büro. Ich habe profitiert für größere Projekte, die in der Zukunft kommen, für die ein bisschen auszuschaffen, für ein bisschen Recherche zu machen, für mich ein bisschen weiterzubilden mit allen möglichen Tutorials. Und wie die auch froh war, sei für die Installation, habe ich natürlich nicht können, ähnlich wie auf Thema angehen. Das war ganz klar für mich, dass wir komisch vielleicht waren, nicht so wie.